Yo, und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Ausgabe White Knight. Wir sind ja hier stehen geblieben und haben ja letztes Mal hier dieses Planetenrätsel gelöst und haben ja einen Schlüssel bekommen. Jetzt habe ich, weil ich echt keinen Plan habe, wo hier im Wohnzimmer sein soll, mal ein wenig in meinen alten, also in den letzten Folgen recherchiert. Und da bin ich auf ein Kästchen noch gestoßen, was allerdings nicht in diesem Stockwerk ist, sondern im unteren. Und jetzt ist meine Frage natürlich, müssen wir jetzt wieder zu... Ey, du musst ins Licht. Müssen wir jetzt wieder ins Stockwerk runter? Was natürlich ganz geil... Oh nee, krass wäre, weil... Es ist ja nicht so, dass es... Oh. Alles hier easy going wäre, ne? Und ich weiß, dass ja vor der Tür hier eigentlich noch die Alte lauert. Scheiße. Und streichhölzermäßig sieht es ja auch momentan schon wieder richtig schlecht aus. Ich guck mal, vielleicht spawnen hier gerade noch irgendwo welche. Aber nein. Warum auch? Oh Gott. Gucken, ob die mich jetzt erwischt. Okay, renn. Ich hoffe, wir kommen die Treppe tatsächlich rund. Fuck! Nein, renn um your life. Okay, sie ist weg. Fang doch nicht gleich so an. Alter. Ey, ich muss wahrscheinlich die Scheißtreppe runter. Ich hoffe, da gibt es Streichhölzer. Und können wir? Wir können. Oh Gott. Ist das Licht noch an? Bleib an. Und er krepelt schon wieder so. Gab's hier noch Streichhölzer? Wir haben doch jetzt... Jetzt macht das natürlich auch Sinn hier, war, dass wir hier doch diesen Gang freigespielt haben. Oder freigemacht haben. Hier ist ja auch noch eine Tür. Scheinbar zu, aber wir haben was bekommen. Wie war denn das? Die verschlossene Kellertür war eine weitere Ironie der Dunkelheit, die hinter ihr lauerte. Die dunklen Spuren auf dem Boden waren ein schreckliches Omen. Gut, da weiß ich schon mal, wo ich nicht hin will. In sie Kellernau. Ach du Kacke, da ist ja schon wieder... Nein, geh weg! Boah, jetzt gibt's die ja an jeder Ecke, oder was? Kann man hier irgendwie... Hier waren noch zwei Lichtschalter, oder? Aber das war der eine. Gab's hier nicht noch einen zweiten? Hier ist zu dunkel. Irgendwo gab's da noch einen... Oder bin ich jetzt ganz verwirrt? Jetzt ist meine Frage, wohin am besten? Wohin genau? Ich muss ein Notenblatt von Selena finden. Nee. Ist da auch zu? Ich muss bei der lang. Seid ihr offen? Oh Mann, nö, ich will da nicht lang. Ganz ehrlich, ich will eigentlich... Ey, die ist mir jetzt hier gerade echt zu viel unterwegs schon wieder. Wo kommt die denn her, Alter? Ich hab doch hier eigentlich klar Schiff gemacht, dachte ich. Ich sehe die auch nicht, ey. Natürlich nicht. Lauf weiter. Lauf einfach weiter. Hier ist Licht. Halleluja. Ey, und ich brauche ganz dringend Streichhölzer. Ich bin schon wieder hier voll am Umhängen, hinken, am Arsch. Am Arsch, sagen wir am Arsch. Vielleicht haben wir aber Glück. Das ist doch der Raum, oder?
Auf jeden Fall konnte man da direkt neben dieser Dose, die ich meinte, speichern. Das ist ganz cool. Gehen wir mal rein da. Und hier ist Licht. Halleluja. Bevor ich jetzt hier irgendwas mache, möchte ich gerne eigentlich ein paar Streichhölzer finden. Also ich wäre höchst entzückt darüber, höchst entzückt. Weil mit zwei... Nee, im Leben nicht. War das hier? Ich will jetzt kein Streichholz verschwenden. Ich möchte eigentlich erstmal welche finden, bevor wir jetzt hier wieder anfangen zu verschwenden, ne? Nein, Alter, du hast zwei Streichhölzer und du ver... Junge! Was stimmt denn mit den Typen nicht? Ich will jetzt aber auch hier nicht nochmal die Küche abschlawinern. Ey, das ist unser letztes Streichholz. Hier ist die Library, da wollten wir ja nicht hinein. Das ist die Frage, war das hier? Nein, nein, ist es nicht. Ja, ist okay, ich hab's gerade gemerkt. Ich will jetzt auch nicht rennen. Liegen da nicht welche? Ja! Nimm das mit. Wir speichern mal kurz hier. Warum macht der immer Streichholz? Na gut, beim Schlafen mit einem Streichholz einpennen ist natürlich eine scheiß Idee. Stimmt schon. Boah, ich bin mega angespannt. Dieses Spiel macht mich fertig. Okay, aber wo war jetzt nochmal der Raum? Okay, dann war es nicht der. Dann war es... Moment mal. Kam ich da jetzt gerade her? Wo kam ich jetzt eigentlich her? Von da kam ich her, wa? Checken wir nochmal das out. Jawohl. Das sieht besser aus. Vielleicht findet man hier... Ey, warum muss hier alles flackern? To that note. Gab's... Hier gab's da auch noch irgendwo einen Streichholz-Spawner, oder? Auf jeden Fall gibt es hier nochmal einen Sessel. Ich überlege, ob ich den nochmal nehme. Weil das Kästchen befindet sich hier. Und ich habe Angst, es zu öffnen. Weil irgendwie mit diesem flackernden Licht und so, das ist nicht so... Ich sag mal, mein Vertrauen ist da jetzt nicht so gestärkt, ne? Na komm, speichern wir nochmal. Können es uns ja leisten. Alles mitnehmen, was geht. Und ich habe meine Uhr vergessen zu aktivieren. Finde ich gut. So, aktiviert. Dann gucken wir mal. Auf der Kiste war ein esoterisches Symbol zu sehen. Ja, genau wie der Schlüssel, wie wir sehen. Und der passt. Ein Nottenblatt. Sicher. Ich hasse ihn. Ey, das war jetzt das zweite. Ich hab sowas von... Was? Ich hab eine Olle gesehen. Eine. Wie viele sind hier? Was? Was? Nee. Mach keinen Scheiß. Oh, da ist ja noch ein... Was? Nee. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Ein ernstes jetzt? Oh Gott, wie mache ich das? Ich glaube, wir werden ein paar Anläufe dafür brauchen. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt auf Anhieb kriege. Und dann ist die Tür auch noch zu. Oh nein, ich muss also einen fetten Umweg laufen.
Gott. Oh geil, wir können speichern. Dann müssen wir uns das jetzt nicht jedes Mal antun, wenn ich verrecke, weil ich werde, denke ich mal, des Öfteren jetzt verrecken. Ich hab's irgendwie so im Urin. Oh Gott. Lauf. Nein, ey, wie viele sind hier? Guck mal, da steht eine. Ich lebe noch. Laufe ich hier die ganze Zeit im Kreis? Das Spiel macht mich fertig. Ey, wie viele sind denn da? Frage. Kann man hier irgendwo einen Lichtschalter anmachen? Ich hab echt... Ja, guck mal, legen Streicher zu. Ey, die Kamerafahrt ist gerade äußerst ätzend. Ey, wie viele sind denn hier? Ja. Ey. Alter. Irgendwann. Hier ist gar keine Tür irgendwo. Hier ist nix. Hier ist Arschkarte, Alter. Und die ist auch zu. Ja. Ja, fucking, Alter. Wie soll ich das bitte machen, Alter? Soll ich in die Küche oder was? Margaret. Kommt ihr zu mir? Ey, die followed me. Geh weg! Leck mich! Lauf! Oh, fuck. Fuck. Ja, genau, da steht auch noch eine. Och, Mann, ey. Wie soll ich das denn machen, bitte? Alter, wenn ich hier irgendwann aus diesem Haus raus bin, komme ich mit einem Flutscheinwerfer wieder. Und dann grill ich dich. Dann grill ich dich richtig. So hart wurdest du noch nie gegrillt. Fuck it. Das ist hier ein Hin- und Her-Krüppel, was ich hier eigentlich mache. Lauf. Ne, wo schon wieder? Lauf in die Scheiß-Dings rein. Ne. Oh Gott, ich wollte Streichhölzer haben. Jetzt habe ich gar nichts. Lauf da durch. Ja, ja. Alter, wie viele sind hier? Schön, wenn man nichts sieht.
Oh, Licht, 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 Licht. Alter, seid ihr bescheuert? Ich hab doch auch nur ein Herz. Kann man hier speichern? Na klar geht das Licht nicht. Kann ich hier trotzdem speichern? Library? Nee. Ich wollte eigentlich hier zum Stuhl. Ich muss eine bessere Lichtquelle finden. Du kannst mich mal... Jetzt kann ich hier also auch nicht speichern. Wollt ihr mir das damit sagen? Das Problem ist, ich muss ja jetzt eigentlich wieder nach oben, ne? Das heißt, ich muss diesen fucking Gang da langlaufen, der sich hier befindet. Und Gruseloma ist ja hier auch unterwegs. Zwar mehr als ordentlich. Moment, hier komme ich durch. Oh, oh. Ich habe sie gesehen. Aber sie lässt mich hier... Ja, ja, ja. Na, klasse. Jetzt ist also die Sicherung vollkommen raus. Ich komme wieder noch. Oh Gott, Alter. Spiel... Ich werde jetzt erstmal versuchen, in den ersten Raum zu kommen. Mit der Hoffnung, mit der dicken Hoffnung, dass ich da speichern darf. Ich hasse es, wenn er einfach das Licht so... Ich muss jetzt nur gucken, wo sie ist. Guck mal, hier war doch... Geh mal hier rein. Hier war doch ein sicherer Punkt, glaube ich. Oh, ich darf speichern. Ich darf speichern. Oh, Alter. Ey, dieses Spiel, das macht mich... Ey, Alter. Ihr müsst das unbedingt mal selber spielen, dann wisst ihr, was ich meine. Achso, ich bin einfach mal an der offiziellen Tür vorbeigelaufen. Aber gab es hier nicht auch nur einen Streichholz-Respawner? Kann ich eigentlich jetzt nochmal durch den Schrank durch? Dann muss ich. Kann ich mir ein bisschen wegklemmen? Natürlich nicht. Eigentlich suche ich nochmal einen Streichholz-Respawner. Meine Katze macht hinter mir richtig Stress. Oh Gott, ich will diesen Gang nicht lang. Aber ich muss. Leck mich! Stimmt denn mit der nicht? Alter. Okay, wir können jetzt das Notenblatt aktivieren. Aber, ganz ehrlich, selbst hier werde ich nochmal speichern. Was macht hier der Streichholz-Respawner? Funktioniert auch nicht. Doch, funktioniert. Danke. Digga, so können wir arbeiten. Fühle ich mich schon sicherer. Obwohl ich jetzt keinen Bock habe, eigentlich rauszufinden, was passiert, wenn ich jetzt das blöde Notenblatt einsetze.
Aber wir werden es jetzt rausfinden. Halo. So, dann können wir hier einmal Licht machen. Mit 1-3-Holz in der Hand konnte ich nicht spielen. Jetzt muss ich hier so la 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 la. Mach das Streichholz aus, mach das Streichholz aus. Oh, will er mich vorher arschen. Sonst hätte so ein Streichholz, weißt du, 5 Sekunden. Und jetzt so. Okay, let's play. Vielleicht nicht. Nein, ich würde es jetzt erstmal nicht sagen. Nicht, dass ich es versehentlich spoiler, weil es richtig ist oder so, aber ich habe da so eine Vermutung, wer wir sind. Weil immer, wenn wir sterben, kommt ja, wer bin ich hier, bla und da. Ich habe jetzt so eine ganz blöde Vermutung mittlerweile. Ja, nun? Wir haben keinen Schlüssel, wir haben keinen Hinweis, wir haben nichts, oder? Jetzt nächstes hin müssen. Hä? Alter. Ich kann höchstens jetzt nochmal auf den Balkon gucken. Hat die uns jetzt irgendwas hinterlassen? Etwas in der Mitte des Zimmers rief mich zu sich. Margaret! Aber... Was hat das jetzt gebracht? Okay, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Um ehrlich zu sein. Ich speichere mal nochmal und dann gehen wir mal nochmal auf den Balkon. Ich kenne nur einen Ort, wo wir jetzt noch hin könnten. Das wäre da hinten um der Ecke bei dem Gang, aber der ist nicht gerade ungefährlich. Glaube ich. Irgendwas. Wir haben jetzt gar nichts bekommen von ihr oder so. Selina suchte nach Frieden. Ich musste ihr helfen und ihre Qualen beenden. Haben wir ja, wa? Das lag auch vorher schon. Ja. Das war dieses komische Gedicht. Okay, strange. Oder ist das da jetzt neu gekommen? Okay, warte mal, das kennen wir tatsächlich noch nicht. Opfernotiz 4. Miss Adams. Mr. Auerbach will Sie nächsten Freitag um 20 Uhr in seinem Haus im Black Lake empfangen. 36 Furman Street. Wie ich Ihnen schon bei unserem ersten Treffen mitgeteilt habe, ist er ein wichtiger Mann. Seine Momente der Entspannung sind ihm ebenso wichtig wie seine Geschäftstreffen. Und es liegt in meiner Verantwortung, dass alles gut verläuft. Ich muss Sie nicht daran erinnern, dass die Wertschätzung eines solchen Mannes
in diesen schweren Zeiten viel für sie verändern könnte. Wir erwarten, sie tadellos sauber und vollständig zu seiner Unterhaltung verschrieben sind. Sie werden tun, was auch immer er von ihnen verlangt. Natürlich erwarten wir Pünktlichkeit. Kenneth Lynch, August L. Auerbachs persönlicher Assistent. Gut, wir sind trotzdem keinen Schritt weiter. Hier können wir nichts mehr machen, wa? Wir gehen mal raus. Vielleicht hat sich draußen irgendwas verändert. Do you love me? Nein! The feeling of her hand. Her voice. Finally, I was able to exist for her. Though I couldn't have said if Selena was coming back to the living because of me. Or if she was the one taking me into her dream. She had become my guide, and I had become the witness of her story. Follow me. Alter, ich will die dabei haben immer. Klar. Du bist... Alter, die ist ja richtig cool. Kann ich dich mitnehmen? Moment. Oh oh. Selina, Rage Mode, Burn. Danke. Opfernotiz. Soll das eine 7 sein? Heute Nacht, meine kleine Katie, gehst du nach Black Lake und schluckst all diese Pillen. Wenn du Zweifel hast, lies diese Notiz noch einmal. Du hast es schon mehrfach versucht, aber du warst zu schwach. Was hält dich zurück? Leonard ist fort. Er muss einen neuen Job gefunden haben, eine neue Frau. Er ist glücklich ohne dich. Du wurdest gerichtet, ausgelacht, verurteilt. Du bist niemand. Du bist so einsam, dass nur du deine letzten Worte hörst. Deine Zukunft hält nur Dunkelheit und Asche bereit. Sieh in die Nacht hinein und öffne die Augen. Das ist deine Zukunft. Du musst loslassen. Tu es für dich selbst. Joan Bennett. Was sind denn das hier alles für kranke Leute, ey? Wo ist denn Silly hin? Die Treppe hoch. Na klar. Where was she taking us? It didn't matter. I knew I would follow her. Just like I knew nothing good was waiting for me up there. Erzähl nicht sowas. This path in the midst of the night would come to an end. In this world or another. Ende von Kapitel 3. Kapitel 4. Eine Spur aus Blut. Find ich nicht gut. Gibt's hier erstmal... Ah, hat gespeichert. Okay, Freunde. Das ist auch mein Stichwort. Ich werde jetzt hier noch... Hier liegen überall Streichhölzer. Ich werde mich jetzt mal fett aufladen. Aber in der nächsten Folge machen wir weiter. Deswegen mache ich jetzt immer kurz Pause. Und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Und dann bin ich mal gespannt, wohin uns Selina schlussendlich hinführen wird. Bye, bye.